Oh, was ist heute alles passiert? Gehen wir Nachrichten lesen. Ah, den ganzen Tag nur Pornografie. Das ist einfach nicht gut. Pornografie ist gut, aber man sollte auch mal etwas anderes machen. Schau mal, so, was auf der Welt passiert ist, was Leute so auf der Welt so geleistet haben. Corona-Skeptiker vor Gericht. Daniel Stricker muss sich vor Einzelrichter verantworten. Das ist jetzt interessant. Gehen wir mal schauen. Schauen wir uns gerade miteinander an. Moment, Werbung überall. Was haben wir da? Corona-Skeptiker Daniel Stricker freigesprochen. Der Nazi. Der antisemitische Bassist. Der Schwurbelspinner. Der möchte gern Journalist. Freigesprochen. Der Corona-Massnahmenkritiker Daniel Stricker wurde vom Vorwurf der Teilnahme einer illegalen Demonstration freigesprochen. Das Gericht begründete den Entscheid, Stricker sei als Journalist vor Ort gewesen, nicht als Demonstrant. Also ist denn der Richter, was ist das für ein Schwurbler? Das ist sicher ein Querdenker. Moment, das kann man jetzt einfach auf mir sitzen lassen. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Ah, Moment, da gibt es ein Live-Feed. Ah, das ist schon passiert, alles heute. Darum geht's. Der 52-jährige Stricker hat im Mai mit rund 65 Gesinnungsgenossen an einer unbewilligten Anti-Lockdown-Demo teilgenommen. Fake News! Fake News! Das wird der Richter später feststellen, das steht nämlich weiter oben. Wie die Stadtpolizei damals eine Mitteilung schrieb, bliblablo. Eine der angezeigten Personen ist Stricker, der YouTuber, Rumbler, Locals, Man und Telegrammer und Twitterer, der mit Stricker TV einen eigenen Fernsehkanal hat. Nein, recht geil, einen eigenen Fernsehkanal. Wehrt sich gegen einen Strafbefehl. Mit einer Buße von 800 Franken, Gebühren von 550.053 Franken bestraft. Genau. Der Statthalter bezieht sich auf ein anderes Urteil mit gleichem Fall 800 Franken. Trotzdem erhob der Querulant Stricker gegen den Strafbefehl Beschwerde, sodass am Dienstag der Einzelrichter des Bezirksgerichts darüber verhandelt. Und dann schaut, da sind Trichler gekommen. Der Rimoldi, der kommt immer. Also, das ist nicht sexuell gemeint, da habe ich zu wenig Informationen. Und der kommt da, der sieht aus wie ich. Der kommt der Stricker, der Stefan Hohler, hat da ein sehr gutes Foto gemacht vom Stricker mit der Friedenspfeife. Er ist also im Frieden gekommen. Er hat den Kriegspfad nicht beschritten, offenbar. Ja, und dann, ja. Dann bin ich, sage ich, sagt der Stricker, sage ich, als Journalist vor Ort gesehen. Und dann fragt der Einzelrichter zuerst eine Frage und beginnt mit der Frage zur Person und zur Sache. Warum sind Sie als Indianer verkleidet? Fragt der Richter. Ich liebe kulturelle Aneignung. Das finde ich jetzt aber noch eine witzige Antwort. Ich liebe kulturelle Aneignung. So seine Antwort. Als Beruf gibt der Journalist an. Sein Einkommen variiere zwischen 3.000 und 40.000 Franken. Nun wird er zur Sache befragt. Der Vorwurf ist falsch, sagt der Schwurbelspinner. Er sei als Journalist am Sechseleuteplatz gewesen und habe über die Kundgebung berichten wollen. Er sei nicht als Teilnehmer dort gewesen, sondern als Journalist mit Kamera und Mikrofon, um zu filmen und zu streamen. Genau. Applaus vom Publikum. Würden Sie sich als Corona-Skeptiker bezeichnen? Fragt der Richter.
Dann sagt Stricker, es braucht Stimmen, die jenseits davon berichten, was die Medien schreiben. Weiter, Massenmedien. Weiter sagt er, dass die Regierung Maßnahmen machen müsse, die zweckmäßig, verhältnismäßig, notwendig und zielführend seien. Eigentlich hätte das zweckmäßig nicht müssen schreiben. Verhältnismäßig, sagen. Verhältnismäßig, notwendig und zielführend, dies sei nicht der Fall gewesen. Und die Besucher applaudieren im Saal. Der Richter bittet auf Applaus zu verzichten. Wir sind im Gericht und nicht in einer Veranstaltung. Also ich finde, das tönt total nach einer Gerichtsveranstaltung. Aber lassen wir das. Und dann eben, übrigens das Video. Wo kann man das anschauen? Wo kann man das Video anschauen, wo der Statthalter von der Stadt Zürich wollte verbieten? Da ist nämlich auch das, was der Stricker nachher im Plädoyer gesagt hat. Da. Ein Foto im Gerichtssaal machen ist illegal, Herr Rimoldi. Das ist ein absolutes Verbrechen. Aber ihr seht, ich habe gut ausgesehen. Okay, ich gebe es zu. Ich habe angeschaut, ich habe Fake News verbreitet. Ich kann so tun, als würde ich heute Daniel Stricker, der Einfachheit halber, den wir jetzt umstellen, ich war es. Ich war der geile Sieg, der heute einen Freispruch erwirkt hat. Und das sehen wir an dieser schönen, Federschmuck, wie ich da aufmerksam zugelassen habe. Und jetzt schaut da. Jetzt können wir noch schauen. Jetzt bin ich also amtlich als Journalist bestätigt worden. Und kommen noch 2'000 Stutz über vom Gericht, das im Anwalt wahrscheinlich eher 8'000 Stutz kostet, geschenkt, damit ich 1'350 Franken nicht mehr zahlen muss ich jetzt einfach 6'000 Franken zahlen. Willkommen im Rechtsstaat Schweiz. Aber ist es das wert gewesen? Auf jeden Fall. Weil all meine Haters, die jetzt sagen, Stricker, Journalist, sicher nicht. Ich kann sagen, Moment, nicht einfach Journalist. Ich bin amtlich, gerichtlich bestätigter Journalist. Und das, muss ich sagen, erfüllt mich mit einer gewissen Form von Genugtuung, obwohl ich schon immer gewusst habe, dass ich einer der wenigen Journalisten in der Schweiz bin und zwar einer der wenigen, der auch wirklich unabhängig war. Während der ganzen Zeit konnte ich unabhängig über den ganzen huren Irrsinn berichten. Und das auch gemacht haben. Was ist denn da? Das Corona-Skeptiker reitet auf Steckenpferd von dannen. Ah, das ist drum, muss ich dann noch sagen. Sie haben gesagt, Stricker muss vor Gericht antraben. Das ist richtig, antraben habe ich müssen. Aber weggegangen bin ich im Galopp. Aber da sehen wir, zwischen Prozess und Urteilsverkündung haben wir eine Runde gemacht. Schön gesäumt übrigens von ein paar einzelnen Antifanten, die irgendwie Antifaschismus mit Faschismus und Faschismus mit Antifaschismus verwechselt. Und da bin ich, schaut. Ja, da bin ich. Da bin ich. Also farblich wunderbar, alles aufeinander abgestimmt. Das Röstli hat noch keinen Namen, das habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen. Zumindest hat es mir es gegeben und nicht mehr zurückgewählt. Und ich kann sagen, das Röstli, das ist jetzt mein neues, also das Rugli bleibt Nummer 1 natürlich, aber das ist mein neuer Goldschatz. Und mit dem, ich kann euch versprechen, das werdet ihr noch viel sehen. Das hat gewirrt und getrabt und gegaloppt. Es war mir ein Vergnügen. Genau, Urteil macht es nur gefällt. Und genau, kurz vor der Verjährung, soll man auch noch sagen, der Herr Dallabona, das ist der Statthalter mit Doppel-T, also ein Doppelfriedhof, oder? Und der hat gemeint, er müsse mich verurteilen. Ich habe das dann angefochten und dann ist es vor Gericht gegangen und das Richter gesagt, entschuldigen Sie, also den Mumpitz übernehmen wir nicht, weil erstens ist nicht die Idee, dass das Gericht muss Recherche oder muss quasi investigativ tätig werden. Er muss schon Beweis vorlegen, dass er auf dem Platz war. Und dann hat es ja auch noch das grundsätzliche Verbot vom Demo-Verbot gegeben, von Straßburg. Und dann hat er gemeint, ich höre nichts mehr. Und plötzlich ist es ganz schnell gegangen. Der Dallabona hätte ihn wollen, dass ich gerne vortraben bei ihm. Da habe ich aber das Häuschen noch nicht gehabt. Oh, ich habe es so gern. Oh mein Gott, mein neues Schätzchen. Mm.
Ich hoffe, das 13-jährige Mädchen, um das gestohlen hat, gibt mir das. Ich würde sie sonst auch noch würdig entschädigen. Ich würde das unbedingt bei mir, also das mir jetzt aus den Armen reissen, das würde mir wirklich wehtun. Also bitte, ich weiß, ich habe nicht das amtlich übernommen, ich habe das noch nicht abgekauft, einen Kaufvertrag gibt es nicht, ich habe es eigentlich mehr in Beschlag genommen. Aber bitte, gib mir die Möglichkeit, die wunderbare Stute auf alle Arten zu benutzen, wie ich will. Gut, auf jeden Fall, wo sind wir gewesen? Weißt du was? Ist eigentlich egal, oder? Wichtig ist, ich bin freigesprochen worden. Und wichtig ist, die Medien berichten darüber. Und ich sage jetzt, liebe Kollegen, jetzt wisst ihr, wie Journalismus geht. Wenn ihr euch Mühe gebt, kommt ihr einmal in die Situation. Wenn ihr richtig gute Journalisten sind, kommt ihr früher oder später in die Situation, dass ihr es amtlich bestätigt bekommt, dass ihr es sind. Ja, das muss ich einfach noch so betonen. Es war ein Vergnügen. Wir können dann schauen, was meinen echt Blickleser über den Stricker? Auf die Corona-Massnahmen-Kritiker geht man los, aber die Klimakleber dürfen recht beugen. 11-1. Danke, Hans Müller. Denn da 11-2. Der Grundgedanke hinter jedem Versuch der Menschlichung besteht darin, der zu entmenschlichenden Person Rechte abzuerkennen, die sonst jedem Mitmenschen als Gleichwertigen gegenüber zustehen. Damit wird jedes Unrecht gegen die Entrechteten gerechtfertigt. Das ist ja viel Recht gerechtfertigt gewesen, aber gleichwertig, gerechtfertigt, entrechtet. Gut, da kommen wir nicht raus. 8-2. Befürworter strenger Anti-Corona-Massnahmen treten mit dem Anspruch auf, zumindest beim Thema Corona, mehr Vernunft walten zu lassen als die Skeptiker und auf der Seite der Wissenschaft zu stehen. Der rationale Gehalt ihrer Einlassungen ist jedoch gleich null. Der Anteil an Wissenschaft ebenfalls. Bei jeder Einzelfrage stehen sie vor demselben Dilemma, entweder eine außergewöhnliche, schlimme Pandemie zu postulieren oder Vernunftregeln und wissenschaftliche Prinzipien zu beachten. Beides zugleich ist nicht möglich. Schaut da, 38-7, einen harmlosen Querulanten zieht man vor Gericht, aber die Klimakleber lässt man gewähren. Da wollte ich schon Einspruch erheben. Ich bin alles andere als harmlos. Ich habe nämlich sogar die Axt ins Gericht hineingeschmuggelt. Und das wäre wahrscheinlich nicht erlaubt gewesen. Aber ich habe es einfach gemacht. Hat gedacht, für den Fall, dass er keine Friedenspfeife mit mir will rauchen, dass ich halt dann auch noch mein bereits ausgegrabene Kriegsbeil auch noch hätte können vorweisen können, um noch ein bisschen mehr, sagen wir mal, Respekt zu verschaffen. Ja, genau, bei mir Talabona sind wir gesehen, wir müssen nicht runtergehen. Er hat mir den Handschlag verweigert wegen Corona. Das wohlgemerkt vor 3-4 Wochen ist das gewesen, oder 4-5 Wochen, keine Ahnung. Also in dem Sinne, im Frühling 2023. Und er hat eine Plexiglasscheibe gehabt und unter einem kleinen Spalt, damit wir die Stift durchschieben können. Und dann habe ich gesagt, dort müssen wir noch eine Fuge reinmachen wegen dem Virus. Dann hat er gesagt, schon gut. Und dann hat er mir die Schrift übergegeben, unten durch, zum Unterschreiben. Habe ich unterschrieben und gesagt, er hat die Schrift zurückgeschoben. Er hat gesagt, da, wegen Schmierinfektion, Achtung, Schmierinfektion. Der hat gesagt, schon gut. Wegen den 7 Minuten müssen wir runtergehen. Eine reine Willkür, weil ich die 2 Franken gut Sprache, die ich bekommen habe, das deckt eben, wie gesagt, für etwa ein Viertel meiner Anwaltskosten ab. Und ich selber würde überhaupt nicht entschädigen. Ich kann gratis auf Zürich reisen, ich habe ja Zeit für das, kann wieder heim gehen, kann mich mit dem Anwalt besprechen und ich kann auch noch mal vom halb zwei, es fängt eine halbe Stunde Sport da, wie das Gericht die Sache in den Griff geht, vom halb zwei bis etwa um halb sieben hocke ich dann einfach 6, wie viel sind das? 13:30 bis 18:30, 5 Stunden in dem Gericht rein. Keine Entschädigung. Ich bin unschuldig. Komm, einen vierten entschädigt über. So funktioniert der Rechtsstaat in der Schweiz. Und wie jetzt der Dürrematt gesagt, die Gerechtigkeit wohnt auf einer Etage, zu der die Justiz keinen Zutritt hat. Und trotzdem ist es ein Stück weit ein Triumph, weil man einfach, eben weil ich die Anerkennung bekommen habe, ich bin ein fucking Journalist. Obwohl ich es so gar nicht sein, wenn man sieht, von was für Berufskollegen man umgeht ist oder was für Volltröte und Systemhuren und Bücklinge und Karrieristen und ja, überhaupt. Muss man aber sagen, die unterbezahlten Leute bei 20 Minuten und der Media, die da quasi das Dreckgeschäft erledigen, was erledigt, die können einem leiten. Wobei ich muss sagen, die heutige Berichterstattung war recht fair gewesen. Genau.
Mein Anwalt sagt dann auch, eine Bestrafung eines Medienschaffenden wäre schweizweit einmalig und mehr als fragwürdig. Sie sei aus verfassungsrechtlichen Gründen gar nicht möglich. Die etablierten Medien seien nicht gebüßt worden, betont der Anwalt. Mein Mandant kann und darf nicht verurteilt werden. In seinem Schlusswort sagt Stricker, dass die Medienfreiheit ein Menschenrecht sei. Sein Stricker TV sei ein wertvolles Dokument des Widerstands gewesen, insbesondere die Sendung, die man auf Twitter anschauen könnte. Ich habe wenig Hoffnung, dass sie mich freisprechen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Genau. Und dann hat es Applaus gegeben. Und jetzt haben wir kein Applaus mehr. Und dann muss ich sagen, es war ein glücklicher Tag. Es war irgendwie einfach sehr anstrengend. Ich bin sehr müde. Und ich muss mich jetzt halt wirklich tatsächlich für die richtige Pornografie widmen. Aber als erstes noch ein Aufruf an Herrn Dalabona, dem Statthalter, dem gewählten Statthalter, wo 0 Franken Kosten entstehen, wo ich immer auf der Siegerseite steht, egal wie sehr dort andere Leute drangsalieren oder plagen, wie jetzt in meinem Fall völlig unnötig mich aufbietet auf Zürich, aber um mit dieser grusigen Entschuldigung, in dieser Stadt gehe ich eine Aussage machen, die eben keine ist. Ein kleiner Motivationsschub. Herr Dalabona, Sie haben 10 Tage Zeit, zum Rekurs einzulegen. Und ich bitte Sie, Rekurs einzulegen, weil vor so einem schäbigen Bezirksgericht einen Freispruch zu erwirken, ist natürlich weniger schön als vor einem Obergericht oder vor einem Bundesgericht oder sogar in Straßburg. Und darum, tun Sie den Kopf in den Sand stecken, tun Sie nicht verzagen, Sie haben weitere Möglichkeit, mir das Leben schwer zu machen. Allerdings kann es dann sein, dass vor Obergericht wird dann schon eine Kostennote statt 2'000 Franken oder Entschädigung wird schon 6'000 Franken gesprochen werden und mich der ganze Mist am Schluss immer billiger kommt. Das als kleiner Wermutstropfen an Herrn Dalabona, wo nachgewiesenermassen, sage ich mal, ja, auf ganzer Linie total versagt hat und Steuergelder fabriziert hat, die nicht nötig sind. Da sind 3 Leute vorne gewesen, der sehr, wie soll ich sagen, auf eine spezielle Art charmante Doktor, nicht Doktor, aber Richter Grob. Und dann gab ein Herr Kollege, aber nicht sicher, ob das ein Rapper ist, ob das eine Berufsbezeichnung oder ob das wirklich sein Name ist. Und dann nebenzu, muss ich sagen, eine wirklich attraktive Frau. Ich gebe es nicht gern zu, aber sie weiß es selber. Sie weiß es selber. Und ihre Freund weiß es sicher auch. Und ganz Zürich weiß es wirklich. So eine attraktive Frau. Und wir sagen, dass ich auch dort 4 Stunden dieser wirklich sehr attraktiven Frau ins Gesicht schauen konnte. Das ist ein Stück weit nicht nur eine Entschädigung, sondern eigentlich schon fast 6'000 Stutz wert gewesen. Genau. Ja. Also, ja, da war es. Schaut, Leute, wenn ihr schauen wollt, auf meinem Twitter-Kanal, abonniert mich, Daniel Stricker. Da findet ihr das Video vom 6-Leuten-Platz, wo der Statthalter von Zürich wollte für illegal erklären. Schaut da. Illegale Veranstaltung. Beenden Sie die Veranstaltung sofort und verlassen Sie unverzüglich die Öffentlichkeit. Bei Missachtung dieser Anweisung macht sich wegen Durchführung einer verbotenen Veranstaltung strafbar und können mit einer Freiheitsstrafe... Seht ihr da? Da seht ihr gerade den 6-Leuten-Platz im Hintergrund. Das war eine ganz kleine Ecke vom 6-Leuten-Platz. Der Polizist hat ausgesagt, sie hätten sich in der Mitte vom Platz versammelt. Wir sind alle am Rand gewesen. Auch ich als Journalist und Berichterstatter bin natürlich am Rand gewesen, um die Teilnehmer zu interviewen. Es war einfach ein Witz gewesen. 65 Leute auf einer Fläche, wahrscheinlich etwa in der Größe von 1,5 Fußballplätze. Also blöd gesagt, in jedem Fußballmatch ist etwa Teilnehmerdichte vergleichbar eng, oder? Und dann bin ich eben dann nicht gegangen. Und dann habe ich eben dann gesagt, ich bin Journalist, ich hatte auch jemanden, ich bin mitten im Interview rein gewesen, mit dem Can Andrea Freiheit. Jetzt geht er wieder an den Polizeiwagen anfahren. Sehen da hinten dran den Last, den Wagen. Und seht ihr, wie ich schön Abstand halte, meine 2 Meter. Aber wer weiß, ob das gültig ist, das ist ja nach der Eidgenossenschaft im Pass und nicht von der Volksrepublik Schweiz, oder? Ah, das ist. Ja. Jetzt fahren immer mehr ein, ja. Genau. Jetzt können wir gespannt sein, was passiert.
Wie ist das letzte Mal gegangen? Wie lange war das letzte Mal versorgt? Letztes Mal bis um 11:45 in der Nacht. Also kurz nach zwei haben sie mich verhaftet. Und sehen das hin? Ja, genau. Um 11:45 haben sie mich Masken anlegen. Ja, sehen ja. Die fahren das vierte, das fünfte im Auto, steigen aus dem Karren aus und die Masken umschrauben, um einfach eine gute Falle zu machen. Wir werden jetzt schon zum Bahnhof fahren, damit ich die 12 Uhr zurück verwünsche. Ja, okay. Was haben sie gemacht? Zwei Meter Abstand im Auto hast du gehabt. Also die Leute, die mich im Bahnhof gefahren haben, waren mega witzig gewesen, weil dann hatte ich das Gaudi gehabt. Aber sonst die anderen Polizisten, die zu Bern waren, sind leider nicht so sympathisch gewesen wie die in Zürich, dazu mal, wo ich verhaftet wurde. Habe ich einen Besuch hinter mir? Genau. Jetzt. Weiß ich auch. Ja, wieso dürfen die Schweizer Fernsehen nicht verhaften? Wir sind leider alle. Ja, aber jetzt ist Journalist, haben Sie gesehen? Dort? Können wir es nachher abschalten? Bitte? Nein, wir können nicht abschalten. Es gibt eine Kontrolle. Ja, ich darf die Stäbe finden. Aber ich darf nicht abschalten. Ich darf nicht abschalten. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin Journalist. Ja, Journalist unterwegs. Sie müssen es wegnehmen, wenn Sie es mit abstellen. Dann müssen Sie es mal wegnehmen. Okay, ich weiss, ob Sie das dürfen. Ist das okay? Ich weiss, ob Sie das dürfen. Die polizeiliche Anweisung, Sie müssen es abstellen. Okay. Was ist das zweite Mal gesagt? Sie können es dann. Okay, ich tue es abstellen. Ja. Richtig abstellen. Ja, ja. Wetter. Genau. Und da haben wir also gesehen, da haben sie mich am Film gehindert, mit der polizeilichen Anweisung, illegal mich dazu gezwungen abzuschalten, weil polizeilichen Anweisungen ist Folge zu leisten. Und es ist, wie mein Anwalt richtig gesagt hat, hoch bedenklich, dass die Stadtpolizisten in Zürich nicht wissen, was Gesetz ist, weil es gibt dazu einen Verwaltungsgerichtsentscheid für St. Gallen, der landesweit gültig ist, dass man eben nicht darf, anlässlich einer Polizeikontrolle jemanden zwingen, das Filmen zu unterlassen. Jawohl, so einfach ist das. Und darum ist eigentlich der falsche Mensch heute vor dem Gericht gestanden, nämlich ich. Es hätte da für den einen oder anderen Polizist müssen dort vor dem Kadi sitzen. Jawohl, so ist es gewesen. Wie auch immer, man kann nicht alles haben. Das Leben ist nicht immer wunderprächtig. Die Sache ist einfach, ich bin jetzt amtlich bestätigter Journalist, wo übrigens einen Bestseller geschrieben hat, das Buch der Schande, 10'000 Mal verkauft. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe jetzt eben Gerichtskosten für 5'000 Franken. Spenden natürlich, also nicht Gerichtskosten, sondern Anwaltskosten. Ich bin sicher, ich zahle 5'000 obendrauf. Keine Ahnung, was ich dann machen müsste. Aber da sehen, dass der genaue Betrag kommt noch. Wir werden das wahrscheinlich anfechten, aber sicher ist, es wird mich mehrere 1'000 Franken kosten. Ich darf normalerweise keinen Aufruf machen zu Spenden für Prozess. Ich habe das jetzt immer alles aus dem eigenen Sack gezahlt. Außer einmal haben wir über 500 Franken gezahlt, um einen Buß zu zahlen. Aber ich finde, Gerichtsverfahren soll man gefälligst selber zahlen. Aber jetzt in Anbetracht dessen, dass ich den Prozess jetzt gewonnen habe und trotzdem ein paar 1'000 Franken Schaden entstanden sind und ich ja den Freispruch nicht nur für mich gemacht habe, sondern eben wirklich einfach auch mit der Begründung können durchsetzen, dass ich Journalist bin, hat das landesweit eine Bedeutung. Darum habe ich es gemacht. Ich hätte mich auch können, übrigens, der Fall war eine Woche vor der Verjährung gewesen. Der wäre nächste Woche verjährt, nach 3 Jahren wäre das verjährt gewesen. Und sind wir ehrlich, es wäre keine unmögliche Sache gewesen für mich, einfach ein Arztzeugnis zu bekommen, um mich aus dem Mist rauszustellen, sage ich mal. Man hätte da anders argumentieren, formalistischer. Das haben wir nicht gemacht, haben wir auch gemacht am Rand. Aber uns war wichtig gewesen, als Journalist, dass wir als Journalist anerkannt werden, damit eben nicht nur die Leute, die in den Massenmedien arbeiten, die einfach nur, sage ich mal, bei Tamedia und Ringe und so weiter unterwegs sind, sondern eben auch kleine und kleinste Journalisten Anerkennung finden, auch wenn sie nicht eine Presse Ausweis haben und auch wenn sie nicht mit einer schwulen, gelben Entschuldigung, das ist nicht schwul, mit einer genderfluiden, gelben Weste auf dem Platz stehen. Oder das einfach noch so nebenbei erwähnt, wenn wir also jemanden unterstützen. Natürlich, was immer am einfachsten geht, mich unterstützen nachhaltig, ist natürlich mit einem Locals-Abo, wo ihr noch exklusive Inhalte überkommt auf d.st. Ihr seid auch in der Community rein. Mit vielen anderen Leuten könnt ihr wacker diskutieren. Insgesamt habe ich auf Locals weit über 20'000 Member und auch eine beträchtliche Anzahl an zahlenden Abonnenten. Und in dem Moment würde ich mich gerne noch bei allen bedanken, wo verstehen, dass der Widerstand nicht vorbei ist, nur darum, weil wir jetzt den Pfnüssel unter Kontrolle haben. Besser gesagt, den Politpfnüssel, die Hirnsüche unter Kontrolle haben. Im Moment. Wir sehen, was kommt. Das Klimagesetz heisst, wir müssen eben quasi alle Ausstöße gegen Null fahren. Man kann dort die grössten willkürlichen Sachen veranstalten. Es kommt das neue Pandemiegesetz, also das WHO-Gesetz, das haut euch um. Das tut alles in Schatten stellen, was während Corona von 2020 bis 2022 passiert ist. Da wird die WHO können
Nicht nur. Ihr wisst, dass das Parlament ist zurückgetreten, damit der Bundesrat freischalten kann. Bei der nächsten Pandemie wird der Bundesrat auch noch zurückschalten. Und nicht gewählt, die sogenannte offizielle Vertreter von der WHO, nicht gewählt von niemandem, können dann bestimmen, welche Länder welche Massnahmen ergreifen. Sie können nicht nur Impfpflicht, sie können Impfzwang einführen. Sie können sogar Liegenschaften, Häuser enteignen. Das alles gibt das Gesetz her. Also ihr seht, es geht weiter. Und wenn ihr wollt, dass ich weiter am Ball bleibe, dann muss ich für mich arbeiten können leben, weil ich will kein, also abgesehen davon, dass es schwierig ist, einen Sponsor zu finden, der mit seiner Firma will anstehen. Aber ich will das auch nicht. Ich will absolut unabhängig bleiben. Ich kann nur meine eigenen Produkte bewerben. Im Moment leider sehr wenig Textilien erreichbar in meinem Online-Shop. Aber was ihr findet natürlich, ist jederzeit nicht meine Tour ist natürlich auch vorbei, aber ihr findet jederzeit natürlich das schöne Buch da. Seht ihr? Das Buch der Schande. Der Bestseller mit 10'300 verkauften Büchern, dürfen wir darauf hinweisen, der Roger Schawinski hat geblufft für seine 9'000 vorverkauften Exemplare. Aber ihr müsst wissen, der Roger Schawinski hat sich über Jahrzehnte zu Recht einen Namen geschaffen, den er jetzt wieder abbaut, aber er ist in der Schweiz doch sehr, sehr über Jahrzehnte lang bekannt. Er wird gefördert vom Mainstream, er hat einen Verlag, er wird in den Buchhandlungen angeboten, wird auf Amazon angeboten, nehme ich jetzt mal an. Er wird überall vertrieben und er schafft 9'000 Vorbestellungen von einem Buch und ich schaffe 6'500 aus dem Stand ausschließlich auf meinem Strickershop. So viel zum Sagen, da sieht man, wer über dem Zenit ist und langsam, sagen wir mal, wie ein schmerkeliger Velofahrer aussieht und bald, sagen wir mal, biologisch entsorgt werden wird, weil einfach das der Lauf der Dinge ist, währenddem das der andere, ein anderer mit schön wuchernden und man den Beweis noch antreten. Mit schön wucherndem Haupthaar eine Art erstmals seinen zweiten Frühling erlebt, während dem der Roger Schawinski sich richtig letzten Winter zusteuert. So, ich wünsche ihm ein langes Leben, weil was ist, was wird die Welt ohne Glöhn? So, hebt euch an, liebe Leute. Gute Nacht, ciao miteinander.